Ja, und das ist denn jetzt hier eine Bohrstation. Da fehlt noch was. Hier fehlen noch eine kurze Hose in Rot, das ist für den Wolfgang. Hier ist natürlich die Behandlung um einiges billiger. Aber man sieht auch die Massen, die hier stehen. Hallo und einen schönen guten Morgen von Koh Samui aus. Ja, gestern ist mein Film ja rausgekommen, Liebe und Partnerschaft. Das war ja verbunden mit einer Umfrage, ob ihr damit einverstanden seid. Und ich habe viele nette Zusendungen bekommen, Kommentare, auch E-Mails. Schönen Dank. Aber wenn ihr euch das nochmal anseht, heute Morgen waren es, glaube ich, 52% waren nur dafür, darüber eine Serie zu machen. Das hat mich also schon ein bisschen gewundert. Aber okay, akzeptiere ich. Daher wird es dazu keine weiteren Filmbeiträge geben. Ja, ich sitze hier in meinem Garten. Da hinten seht ihr den Marienpark hinter mir. Ja, und hier kommt mein Haus, wo ich drin wohne mit Pitti. Und da hinten ist der Garten, den kennt ihr ja. An einem vorigen Film habe ich ja gesagt mit der Pitti, dass sie einen Teilzeitjob jetzt hat in dem alten Hotel. Die sind also selber auf die Idee gekommen, dass sie also Mitarbeiter brauchen. Ja, sie wird jetzt gelegentlich arbeiten, wie zum Beispiel heute am Montag und Dienstag. Das ist aber alles sehr sporadisch. Und vielleicht ist das auch nicht schlecht, dann ist der finanzielle Ausgleich ja auch da von ihrer Seite. Ich hatte ja meine Kostenaufstellung, so wie viel ich da verdiene mit meinem Kanal, hatte ich ja, hier kann ich ja mal verlinken, habe ich ja gebracht. Und dann kann sie das praktisch damit unterstützen, dass sie gelegentlich arbeitet. Ja, und mit Jem. Bis jetzt habe ich keinen gefunden. Der letzte, der daran interessiert war, ging aber davon aus, da kommt doch schon der Jem, dass er ihn mitnehmen kann. Aber wer Jem kennt, der ist so vernarrt, hier zu sein, uns überall zu riechen. Das wäre also nichts. 3 Wochen woanders in einem Haus. Das sieht also schlecht aus. Auch mit der Planung, dass wir oder dass ich mitfahre, da müssen jetzt also noch Wunder geschehen. Ja, und ja, was ganz anderes. Gestern war hier ein Aufgebot von kleinen LKWs. Ich kann euch mal zeigen, was hier gebaut worden ist. Ja, da ist eine mobile Bohranlage. Die gehen jetzt hier rein in den Boden. Wir haben ja auch einen Brunnen, der uns versorgt mit Wasser. Und unser Brunnen ist 70 Meter tief. Die haben hier oben jetzt 3 Wasserbehälter. Die sind jetzt von LKWs gefüllt worden, um eben hier die Anlage zu bewässern. Die sind also jeden Tag, kommen die nach hier. Die haben also ein richtiges Interesse, dass da auch was raus wird. Ja, und das ist dann jetzt hier eine Bohrstation. Und da bin ich mal gespannt, wenn die heute anfangen. Ich bin verwundert, dass sie jetzt noch nicht da sind. Hier werden wohl die Bohrstangen drin sein. Ja, da ist der Bohrer. Also wir haben so einiges auf unserer Insel. Ja, das werden wir uns heute mal angucken, wenn die anfangen. Da wird bestimmt einen Krach geben. Aber naja, wollen wir mal sehen. Was ich jetzt heute zu tun habe, ich habe gestern wieder aus China kurze Hosen bekommen. Die bieten wir ja im Shop an. Die muss ich zur Näherei bringen, dass das Logo drauf gestickt wird. Und ich hatte auch noch vor, heute ins Krankenhaus zu fahren, hier in Natern. Ich bin ja vor gut 2 Wochen geimpft worden. Und ich muss ja jetzt meinen Ausweis bekommen.
Da wird ja demnächst, müssen wir ja alle so ein Scheißding haben, damit wir irgendwo reinkommen können. So, und dafür muss ich jetzt ins Krankenhaus, um mich durchzufragen, wo ich denn diesen Ausweis bekomme. Ja, gestern hatten wir hier meine Geburtstagsfeier im kleinen Rahmen mit Ralf und Mona nachgefeiert. Da ist einiges getrunken worden. Unseren kleinen Teich habe ich gestern auch noch sauber gemacht. Die Algenblüte war da voll im Gange. Ja, da unten habe ich am Anfang von meinem Film gesessen. Da setze ich mich schon mal hin und genieße die Fernsicht. Ja, das ist so eine kurze Hose. Kleines Format, glaube ich L. Wird wohl für eine junge Frau sein. Und das ist für den Thomas. Da fehlt noch was. Hier fehlen noch eine kurze Hose in Rot. Das ist für den Wolfgang, Joachim und Markus. Aber der muss noch bezahlen. Da warten wir noch drauf. Ja, und hier ist auch schon mein kleines Lager, meine Apotheke. Da habe ich einiges mir angeschafft. Da war ich also angenehm überrascht, vor allen Dingen überrascht, was die Leute nicht alles haben wollten von Thailand. Bestellungen sind diesbezüglich auch reingekommen. Heute muss nur das Geld kommen, nämlich erst wenn das Geld auf dem Konto ist, dann kann ich die Produkte kaufen oder auch zusammenstellen, dass ich in den nächsten Tagen eben halt die Sachen verschicken kann. Ja, liebe Zuschauer, wir fahren jetzt nach Nathorn rein. Wie ich schon sagte, müssen wir oder ich muss zum Krankenhaus. Und ein paar Zuschauer haben nachgefragt, wie es denn jetzt so hier in Nathorn aussieht in der Pandemiezeit. Hier haben wir das Verwaltungsgebäude von Samui. Oh. Ja, wir haben jetzt 11 Uhr am Morgen und ja, ich bin verwundert, dass so viel auf der Straße los ist. Ah, hier haben wir gefrühstückt. Ah, schon ein paar Wochen her. Hier einige Geschäfte, Souvenirläden haben auf. Ja, was sollen sie auch sonst machen? Wenn sie da wohnen, dann hoffen sie immer, dass noch welche reinkommen. Hier ist auch ein Souvenirladen. Die Hoffnung stirbt auch hier zuletzt, Thailand. Nach etwa 100 Meter geht es rechts runter zum Strand. Wenn wir näher zurückkommen, da fahren wir ja diese Straße lang. Das ist ja eine Einbahnstraße hier. Da ist die Straße. Ja, das sieht man hier öfters. So Gym-Plätze kostenlos. Ja, und da sind wir schon am Hospital von Samui.
So, jetzt muss ich mein Übersetzungsprogramm rausholen. Ich möchte meinen Impfausweis abholen. Ja, ich habe das hier auf meinem Handy jetzt übersetzt und das würde ich jetzt da einem zeigen. Und dann hoffe ich, dass ich meinen Impfausweis bekomme, beziehungsweise wo ich hin muss. Sabadikap, hast du deinen Impfausweis abgeholt? Nee, den kriegst du doch erst, du musst erst mal antragen. Wir sind bei der Behörde, ist ja Behörde, was? Ist ja staatlich. Wo hast du den beantragt? Gehst du geradeaus in den Fahrstuhl? Ja. Dritter Stock. Ja, wir sind jetzt hier im Inneren vom Krankenhaus. Und jetzt muss ich erstmal eine Kopie von meinem Ausweis raussuchen. Habe ich natürlich dabei. Ja, habe ich dabei. So. Dann gehen wir mal die Treppen hoch. Das soll ja gesund sein. Clemens sagte, dritter Stock. Sabadee Kap. It was my number. And somebody say in 2 weeks I have to come back. Yeah. And then I become this... vaccine passport. You need my passport. Vaccine, you need vaccine passport. Not vaccine, I'm ready. No, you leave. That's a required form. Okay, next. That's a required form. Okay, next. Okay. Yes. 50 baht? Yes. No, 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 no. Ja, ich habe jetzt hier ein Antragsformular bekommen. Ich muss also erstmal das beantragen, dass ich meinen Ausweis bekomme. Also muss ich nochmal wiederkommen. Aber da muss man mit rechnen, wenn man hier in Thailand lebt, dass das nicht immer beim ersten Mal funktioniert. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal ein Formular. Da kann die Pitti mir heute mithelfen, das weiter auszufüllen. Und was ich verstanden habe, brauchen die eine Kopie von meinem Ausweis und 50 Baht. Hier ist natürlich die Behandlung um einiges billiger. Aber man sieht auch die Massen, die hier stehen. Daher ist es immer besser, wenn man privat versichert ist. Ja, und jetzt geht es wieder nach Hause. Und wie ich da eben versprochen habe, platze ich die Kamera an, wenn ich da durch Nathon fahre. Jetzt kommen wir zum Strand von Nathon. Hier ist übrigens das Spezialgeschäft für die alkoholischen Getränke. Da haben wir die Polizei. Ja, hier kommen abends bei Sonnenuntergang kommen die Leute nach hier und schauen sich dieses wunderbare Panorama an. Da ganz hinten, da ganz hinten, da geht ja die Sonne unter. Sehr einige Geschäfte haben auch geschlossen. Die
die Straße hat man aufgeholt, ich glaube 2 Monaten, hat man die komplett neu asphaltiert. Also die Straßen sind jetzt schon super hier auf Samui. Hier kann man Fisch kaufen. Hier ist ja abends immer der Markt. Jetzt fahren wir mal auf den Pier. Ah, hier steht ja mein Traumwagen in Weiß. Alles verlassen. Aber die Überdachung hat man auch neu gemacht. Ja, hier liegt immer ein Lastkahn, der bringt Sand dran. Da sind normalerweise morgens und abends sind dann hier die Fischerboote, die ihren Fang verkaufen. Aber da ist jetzt keiner da. Das hier sind die Eismaschinen. Kann ich ja jetzt mal so einen Film verlinken, was hier denn so los ist. Wenn die Fischer hier sind. Ja, Sea Train ist auch da, auf der gegenüberliegenden Seite. Das sind die Fährverbindungen nach Don Sac. Hier kommen normalerweise die Long Praia High Speed Katamarans. Aber die habe ich jetzt schon fast 2 Jahre nicht mehr gesehen. Die sind weg. Ja, hier unten, da sind normale die Ausflugsboote. Speziell zum Marine Park. Hier sind noch welche. Aber nichts los. Keine Touristen. Aber sie haben alles tipptopp gemacht, angestrichen hier, man sieht den Boden, alles angestrichen. Die Beschattung für die Leute, wenn die hier durch die Sonne gehen müssen. Hier ist das Zollamt drin, also wenn mal ein Paket hängen bleiben sollte im Zoll, dann kann man das da auslösen. Dann bezahlt man eine kleine Steuer dafür, hier an dem, was da drin ist. Fertig. Da hinten ist das Büro von Sea Train, da kann man also für die Fähre die Tickets kaufen. Ich hatte ja eigentlich gedacht, mit dem Gem gleich noch zum Strand runter zu gehen, das kann ich aber vergessen. Erstens haben wir Hochwasser und es klatscht ganz schön da gegen den Strand. Jetzt sind wir außerhalb von Natron Richtung Bangkor. Ich wundere mich nur, dass sich hier noch so viele Restaurants, dass sie noch geöffnet haben. Ja, hier an der Bergstraße hat man viele Jahre dran gearbeitet. Da mussten also schon einige
Felsen entfernt werden, damit die jetzt richtig vierspurig ist. Haben die aber super hingekriegt, muss man sagen. Jetzt hat man auch hier die Hänge gesichert, dass da keine Steine mehr runterkommen. Da hat man so Maschendraht verdübelt. Hier auf der linken Seite hat man eine ganze Felsformation einfach weggenommen hier. Ja, mit diesen Bildern möchte ich mich dann von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.